Hallo, 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 weiter geht es mit Kok. Willkommen da, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem wunderbaren, tollen Paar-Trophy-Trophal. Der Clan-Krieg ist vorbei, glaube ich zumindest, ist er vorbei. Nein, Kampfzeit, noch eine Stunde, zwei Minuten, es steht 67 zu 59, die Gegner können nicht mehr. Sie können nicht mehr gewinnen, sie haben nicht mehr genug Angriffe und sie können nicht genug Sterne verdienen. Das heißt, wir haben gewonnen, ding, 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 endlich. Und wir sind dann Clan-Level Nummer 2, wunderbar, was bekommen wir als Bonus? Moment, wir bekommen Clan-Vorteile und zwar hier, Wartezeit für Truppenanforderung 15 Minuten. Zusätzlicher Lagerplatz für Kriegsbeute um 10% erhöht. Wunderbar. Und Leute, ich habe mal nicht gefällt den zweiten Angriff. Ich zeige euch den mal kurz. Was habe ich denn hier gemacht? Ich zeige euch den mal kurz. Guck mal hier, Lars hat es geschafft. Lars. Und jetzt war wahrscheinlich eine Anti-Airbase. Habe ich nicht gesehen. Dafür habe ich keine Erfahrung. So, ich habe diesen Gegner hier angegriffen. Und übrigens, die 4 Lava-Hunde, die waren geplant, aber nicht alle auf einen Luftabwehr. Ich wollte die weiter unten droppen hier. Das war nicht ganz so schlau. Egal, es hat geklappt. 4 Lava-Hunde vor. Die ganzen Ballons. Dann hinterher Wutzauber gedroppt. Der zweite Wutzauber kommt dann von unten gleich reingewichst. Wunderbar. Das passt auf jeden Fall. Und dann räumen die auf jeden Fall auf. Die lag kein hinterher. Die auf jeden Fall dann ein bisschen aufräumen hier. Die ganzen wunderbaren Prozente holen. Der Drache ist überfordert da in der Mitte auf jeden Fall von den Lava-Hunden-Welten, wie man es auch immer nennen möchte. So, die Ballons räumen auf und man sieht, glaube ich, ja gut, ist das eine Rathaus 8 Base mit, sag ich mal, fast gemaxten, Abwehr, aber eben Rathaus 8. Und ich bin Rathaus 9 und habe da schon eben jetzt Einheiten dabei, die auch gemaxt sind, außer der Lava-Hund ist noch Level 1 bei mir. Aber trotzdem ist halt schon, sag ich mal, ein Vorteil von mir und es war halt ein 3-Sterne-Angriff auf einen 2-Sterne-Boy. Und ich habe es geschafft, Leute. Ich habe es wirklich geschafft. Der King am Ende war noch einfach sinnlos, einfach so gedroppt. Warum nicht? Er war halt auch da. Noch so viele Loons, Ballonians hier, beziehungsweise Loons noch am Start, Ballons. Ein Lava-Hund sogar noch am Leben. Ich weiß nicht, ob der Level 1 oder Level 2 sieht man ja leider nicht. Oder kann man Level 1 und Level 2 Lava-Hund unterscheiden? Ich habe keine Ahnung. Ebenso haben sich viele gefragt oder viele Fragen von wegen, was sinnvoller ist. Erst die Lava-Hunde oder erst die Ballons und dann die Lava-Hunde hinterher. Viele natürlich sagen dies, einige sagen das. Meiner Meinung nach lohnt sich mehr, finde ich zumindest, dass man erst die Hunde droppt, etwas weiter hinten, damit sie ein bisschen länger weiter fliegen. Und dann gleich hinterher die Ballons. Ganz einfach, dass dann die Außengebäude, wie zum Beispiel die Bogenschützentürme, dann sich sofort nicht auf die Ballons konzentrieren, sondern auf die Hunde, finde ich zumindest besser. Der King wieder mal gezündet, wunderbar. Ja, habe ich auch mal einen Stern dazu geholt, habe ich insgesamt also 2 Sterne geholt aus 2 Angriffen. Einmal einen 3-Sterne-Angriff, einmal einen 1-Sterne-Angriff und das andere war ein Anti-Airbase, deswegen habe ich es nicht geschafft. Bleibt beim nächsten Mal. Ich glaube, ich bessere mich schon und ich muss mir gerade bei ihm selber auf die Schulter klopfen. So langsam aber sicher wird es besser. Es wird schon besser. Ich hoffe es doch mal. Mit langsamen Schritten verbessere ich mich mit den Lufteinheiten. Wie jeder weiß, mit Golems, mit Packers und so weiter komme ich gut klar. Weil da schaffe ich immer die 2 Sterne. Ich habe bislang, glaube ich, nur ein Clan War nicht die 2 Sterne geschafft. Und das war, glaube ich, gegen eine Rathaus 9 gemaxte Base. Und das waren, glaube ich, dann 48% oder sowas. Aber sonst habe ich es halt immer geschafft. Und von daher passt es, glaube ich. Ich glaube, da bin ich ganz gut unterwegs. Da muss ich nicht mehr ganz so viel üben mit den Lava-Lunions, Bar-Lunions, wie auch immer, muss ich noch ein bisschen mehr üben. Aber es bessert sich auf jeden Fall schon. Also der Clan War ist sicher gewonnen. In einer Stunde bekommen wir den Loot. Jawohl, Kriegsbonus finde ich geil. Und in einer Stunde 23 Minuten ist hier etwas fertig und zwar im Magnetum. Das heißt, dann ist ein Bauarbeiter frei. Ich hatte eigentlich vor, den Kindern hochzuziehen. Kostet halt 45.000, ich habe nur 22.000 und ich komme halt heute nicht mehr zum Farmen. Das wird leider nichts mehr. Vielleicht schieben wir heute einen Livestream rein. So richtig rein, ich weiß es noch nicht. Wenn Zeit nicht passt, werden wir dann an diesem wunderbaren Tag. Bei mir ist es der, ist bei euch der 4. März dann. Bei mir ist gerade nur der 3., wie gesagt, also an diesem wunderbaren Mittwoch werden wir vielleicht einen Stream reinschieben. So mitten in der Woche noch einen Stream, kurz vor, das konnte glaube ich passen. Also seid gespannt, wenn ja, wird so gegen 18 Uhr oder 19 Uhr ein Ankündigungsvideo hochgeladen. Vielleicht mache ich den Stream auch schon eher, wahrscheinlich sogar schon um 18 Uhr. Oder von 20 bis 22 oder von 19 bis 23, irgendwie sowas in der Art auf jeden Fall. Seid gespannt, wenn es einen gibt, Ankündigungsvideo immer wird vorher hochgeladen, sonst ist leider kein Stream. Also gegen 18 Uhr Ankündigungsvideo, da wisst ihr Bescheid, wenn der Stream startet. Ja, das ist soweit okay. Ich habe jetzt nur Bartsch am Start, weil ich gerade eben angegriffen habe. Deswegen habe ich keine großartigen Einheiten halt im Clan War. Und ich dachte mir, dieses Mal greifst du mal ohne Video an. Vielleicht läuft es da besser. Und es lief leider besser. Egal, das machen wir im Video auf jeden Fall auch. Aber ihr habt es ja gerade eben gesehen. Das passt auf jeden Fall. Ich wollte euch noch einen Angriff zeigen, weil das so großartig und so genial war. Mein Handy, ja, vibriert mir ein ganzer Tisch hier. Ich wollte euch einen Angriff zeigen. Und zwar, das ist so ein genialer Angriff. Also, das ist, ja, Leute, wie geht das weg? Sagt es mir bitte. Dieser Angriff hier von Kevin, das ist unglaublich. Dieser Angriff ist unglaublich. So, wir gucken erstmal hier. Gegen was greift er an? Gegen Rathaus Nummer 9. Gemaxt. Gemaxt Rathaus 9 verteidigungsmäßig. Alle Mauern hier schon Level 9, schon Level 10 einige hier außenrum zu. Das ist eine richtig brutale Base. Eine richtig brutale. Base-Design ist auch top. Alles wunderbar. Sag mal, Helden ein bisschen vernachlässigt. Die Queen und der King könnten ein bisschen höher sein, aber passt auf jeden Fall. Das ist eine brutale Base.
So, mit was greift er an? Jetzt seht ihr es richtig. Er greift mit. Level 5 Mauerbrecher. Level 6 Bogenschützen. Level 8 King. Level 8 Queen. Level 4 Wutzauber. Und da seht ihr schon, dass der nicht ganz so hoch ist mit Rathaus 9. Der klebt da nach unten drin. Er hat nicht mal den Wutzauber gemaxt. Das bedeutet, aber die Hexen schon, er ist nicht ganz so gut dabei. Also ich würde sagen, würdet ihr glauben, ihr könnt jetzt gerne mal, wir machen das so, schätzt mal bitte aus, natürlich, die im Clan sind, wie viel Sterne schafft denn dieser Kollege hier? Ich weiß nicht, ob man das vorher gesehen hat. Wie viel schafft er denn jetzt hier? Was würdet ihr sagen, wie viel Sterne der Kollege schafft? Gegen so eine Base, Rathaus 9 gemaxt, gegen Rathaus 9 gerade eben da. Mit nicht guten Helden, mit nichts gemaxt, außer die Hexen, was der Kollege hier schafft. Also wenn ich das so sehen würde, würde ich sagen, ein Stern höchstens. Vielleicht gar kein Stern. Und mal schauen, was der Kollege hier macht. Wir werden es sehen. Er greift die Nummer 2 an und ist die Nummer 11. Ich bin mal gespannt. Legen wir los. Kevin, mal gucken, was du machst. So, der Kevin legt los. Mit einem Schweinebärreiter. Damit lockt er, will er die Clanburg rausloggen. Schafft er auch. Da kommt der zweite Schweinebärreiter bzw. Schweinereiter zum Rauslocken. Sehr schön. Jetzt schickt er am Ende da einen Bogen raus, um einfach die Mages rauszuballern bzw. rauszuziehen. Sehr schön. Clanburg-Loggen ist wunderbar. So passt es. Sehr schön. Clanburg wird rausgelockt. Jetzt noch ein Mage da rein. Sehr gut. Beziehungsweise noch ein Bogen. Gleich kommen die Mages, die halt versuchen, dann das wegzuhauen. Ist halt altbekannte Taktik. Hier ein paar gedroppt. Sehr schön. Schon ein bisschen wegrasiert. Da oben sterben ein paar. Okay, gar kein Problem. Noch ein paar Mages am Start. Nochmal zwei gedroppt. Und dann nochmal reingebuttert. Und nochmal ein Mage. Und jetzt sollte alles down sein. Jawohl. Hat das geschafft. Die Clanburg ist weg. Zu dem Zeitpunkt schon mal gut gemacht. So. Golem gedroppt. Golem gedroppt. Zwei Golems am Start. Das sind jeweils Level 2 Golems hier. Auch in der Clanburg waren zwei Level 2 Golems. Sofort die Mages hinterher. Wutzauber Enzel gedroppt. Die Mauerbrecher hinein. Kein Sprung dabei übrigens. Die nächsten Mauerbrecher instant die Hexen gesetzt, die auf jeden Fall richtig rasieren schon mal hier. Level 2 Hexen. So, die Queen rasiert auf jeden Fall auch. Er kommt schon mal gut durch. Eine Mauer ist noch da im Weg, weil er keinen Sprung dabei hat. Hat er noch Mauerbrecher? Ich glaube kaum. Nein, hat er nicht. Aber die Mauer ist so gut wie down. Jawohl. Doch, ein paar Mauerbrecher laufen noch. Das sind Skelette. Okay, sie kommen instant durch hier. Das sieht schon mal gut aus. Der King läuft außen, was nicht ganz so geil ist. Aber die Queen ist drin. Das ist schon mal sehr, sehr wunderbar. Genauso wie die ganzen Mages noch viele am Start. Und die Hexen leben alle noch. Die sind hinten schön. Die Skelette tanken alles schön weg. Und der Golem natürlich wunderbar in der Mitte. Beide Golems, der eine ist noch da. Der eine hat sich, glaube ich, schon gesplittert. Genau, gesplittert so. Und das Rathaus ging sehr fix down. Noch sehr viele Hexen am Start. Noch sehr viele Mages am Start. Der Mergerturm geht down. So, wunderbar tanken weiter die Golems noch. Sehr schön. Das geht down. Das geht down. Und die Helden mit beiden Fähigkeiten noch am Start. Noch sehr viele Mages. Und ein Golem ist da noch. Und ein Heiler hat er gedroppt. Okay. Der King ein bisschen hier alleine auf weiter Flur da, beziehungsweise auf weiten Weg da oben. Der bestimmt gleich da umgehen, der muss gleich gezündet werden. Und wird jetzt gleich gezündet. Die Queen auf jeden Fall kann durchballern, wird noch gar nicht fokussiert, das passt. Der Golem natürlich läuft, ist ein bisschen scheiße da in der Mitte, das passt auf jeden Fall nicht. Noch viele Hexen da oben, ist auch noch eine Hexe, die auf jeden Fall was tankt. Noch die Riesenbau hat übrigens sehr viel zerstört, das ist ein bisschen blöd. So, die Queen wird fokussiert, die muss jetzt gezündet werden von der Tesla. Also von der Tesla-Spule, die sehr viel Damage macht. So, und wie wir sehen, 88% schon. 88%. Hättet ihr das bislang gedacht? Ich niemals. Aber es geht noch weiter, Leute. Es ist ja noch nicht vorbei hier. Der Golem ist noch am Start. Es ist kein einziges Verteidigungsgebäude mehr da. Und es werden 100%. Kevin. Richtig krass. Also ich muss sagen, hätte ich nie erwartet, dass sowas drei Sterne wären. Da sieht man, wenn man die Base sich auf jeden Fall mal genauer anschaut, wenn man sich eine Taktik überlegt, wie man am besten angreift, kann man auch mit solchen Einheiten gegen so eine Rathaus 9 gemaxte Base 3 Sterne holen. Ich würde mal sagen, der Win oder der Kampf des Tages, des Monats, ist es, boah, es war gut. Also Kevin ist allgemein gut unterwegs im Clan, aber ich heute, wow, hätte ich nicht erwartet. Also das war richtig krass. Holt er sich immer die 3 Sterne gegen so eine Base. Das ist ja fast ein Klassenunterschied. Also von der Base her. Jetzt nicht böse nehmen, aber es ist halt ein Klassenunterschied ungefähr. Von Rathaus 9 Anfang bis Rathaus 9 Max. Und dann mit auch mit Einheiten und so weiter holt er sich die 3 Sterne. Das ist eine Beleidigung gegen die Base, gegen den Besitzer von der Base. Aber die Nummer 11 war es, glaube ich, gegen die 4 oder sowas. Es war, oh, war das ultra geil. Ich habe es gefeiert, ich habe es richtig gefeiert. Angriff des Tages. Definitiv, richtig geiler Angriff. So, wenn wir mal angreifen gehen, noch kurz einmal rumbatschen wie so ein geisteskranker Rumbatscher. Und wenn uns eben schnell die 50% und wie gesagt, die Queen ist am Sleepen. Noch, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Tage. Auf jeden Fall noch sehr lange am Schlafen, die junge Dame. Sie ist nur am Pennen, das gibt's doch gar nicht. Dunkles werde ich dann farmen. Wenn wir streamen heute, werden wir auf jeden Fall Dunkles farmen für den King, damit der geupgradet wird. Oder wir farmen Elixier, um die, das dunkle Lager abzugraden. Eins von den beiden, ja, ziehen wir hoch. Den Tesla habe ich ja gerade am Start. Das sollte passen. Dann gucken wir noch mal, Wie gesagt, Dunkles bekomme ich allgemein ziemlich viel immer, wenn ich farme. Ich farme immer sehr gut für Dunkles. Ich weiß gar nicht, wieso. Jo, was haben wir denn hier? Finden wir jetzt einen Gegner? Ich hoffe mal, es geht jetzt fix hier. Nicht, dass ich euch die ganze Zeit hier mit der Suche störe. Ich werde es ja eh später raussuchen. Beziehungsweise rausschneiden. Was haben wir denn hier für einen Kollegen? Oh, der hat richtig viel.
der hat richtig viel. Aber alles in der Mitte, da kommen wir nicht ran. Stell dir vor, wir haben jetzt hier gegen so einen, schaffen wir, weiß ich nicht, Lava Ludens am Start und holen uns den ganzen Loot und zerstören ihn zu 100%. Das wäre auch, das würde ich auf jeden Fall feiern. Was haben wir denn hier? Das ist ein Kollege, der auch nicht ganz so viel hat. Ne, der hat auch nicht ganz so viel. Den brauchen wir nicht angreifen. Ich hasse allgemein Bases, wo die Sammler und Minen einfach hier... Wow, 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 wow. Rados ist draußen, da kommen bestimmt 5 Milliarden Teslas rausgefahren. Können sie gar nicht. Können die hier noch rausgefahren kommen? Können die gar nicht, ne? Aber ist trotzdem scheiße. Ich will euch einen Angriff zeigen und nicht... Boah, die Bohrer waren auch voll. Hätte ich, glaube ich, mitnehmen sollen. War, glaube ich, dumm von mir. Hätte ich mitnehmen sollen. Entschuldigung. Ja, egal. Ich will einen vernünftigen Angriff hier euch bieten. Mit Bart sagt das. Vernünftigen Angriff. Geht doch gar nicht. Habt ihr recht. Geht nämlich gar nicht. Hier den... Der hat halt auch nicht viel. Aber das ist... Ja, nehmen wir mit jetzt hier. Ist wohl so eine What-the-fuck-Base. Sieht man allgemein in Kristall. Sieht man nur so welche What-the-fuck-Bases. Weil es ist halt nicht schwer, in Kristall zu kommen. Und jeder mit so einer lausigen Base will hochgehen, weil sie denken, umso höher, umso besser. Aber das stimmt doch gar nicht. Das ist doch gelogen. Umso höher ist nicht so besser. Nur umso länger und umso enger ist besser. Nein, das wird sich alles bewässern. So, wir werden auf jeden Fall hier uns alles gönnen. 50% sollen ohne Probleme drin sein. Wir brauchen nicht mal den King zünden. In der Mitte gibt es gar nichts für uns. Das Gold holen wir uns alle. Und dann war es das. Mehr möchte ich ja gar nicht. Einheiten schon greifen wir an. Und werde dann später vielleicht noch ein bisschen mehr Loot holen. Beziehungsweise später noch weiterfahren. Ihr seht selber... Einheiten bzw. Loot-mäßig ist hier gar nichts da. Ja, hier hat nichts mehr. Wir können hier das Ding abbrechen. Entschuldigung für so einen kleinen Farmangriff. Aber es ist gerade nichts unterwegs. 50.000 oben drauf als Bonus, 200 Dunkles oben drauf als Bonus. Das läuft auf jeden Fall. Ja, dann den einen hätten wir auf jeden Fall mitnehmen können, weil sein das Rados war draußen. Die Teslas waren, glaube ich, nicht dort, weil über Blumen waren. Und da wollte ich noch sagen. Genau, die Bohrer waren voll. Ich guck gerade nebenbei noch DFB-Pokal. 2-0 für Hoffenheim. Gleich spielt Dortmund gegen Dresden. Steckst einen Finger im Po und Dresden. Na egal. Ja, ich bin kein Dortmund-Fan, übrigens auch kein Dresden-Fan. Von daher ist mir wurscht, wer gewinnt. Ich bin Bremen-Fan. Das heißt, morgen gewinnt Bremen. So, sehr schön. Ja, Leute, dann war's von diesem Video. So ein Top-5-Angriff wird es irgendwann wieder geben, wenn ich die Zeit dazu finde. Kam doch sehr gut an, auf jeden Fall. Ich denke mal, ich werde mir das mal zu Herzen nehmen und mindestens einmal eine Woche so einen Top-5-Angriff zu machen. Dann nehme ich mir einfach die Zeit, die 2-3 Stunden, wie so ein Video dauert. Dauert ein bisschen lange, das Ganze zu machen. Aber ich habe Bock drauf. Allein dieser Angriff von Kevin, der muss gezeigt werden. Habe ich ausgezeigt. Habe ich jetzt auch gezeigt, von daher passt es. So, ich würde mal sagen, das war's. Wenn es euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mich freuen, seid ein Haufen super nice Boys. Denkt dran, wenn ein Livestream kommt, so gegen 8 Uhr kommt ein Ankündigungsvideo. Bis zum nächsten Mal reingehauen und tschüssi. Nice.